Allerliebste, Freunde des Lichtes, es ist an der Zeit, die Meditation der bedingungslosen Liebe zu vollziehen. Und jeder, welcher heute, hier und jetzt sich eingefunden hat, wird mit dieser Liebe in Berührung kommen und wird auch fühlen, wie diese Liebe sich multiplizieren kann. Und so möchte ich mit den Elementen beginnen. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, an die Erdmeditation. In dieser Meditation haben wir uns mit der Erde verbunden und die Liebe der Erde gefühlt. Die Erde ist dein Zuhause. Sie gibt dir alles, was du brauchst. Und du liebst diese Erde. Du fühlst die Wärme, die Zugehörigkeit. Es ist ein wunderschöner blauer Planet. Es ist dein Zuhause. Und wenn du jetzt in dich hineinfühlst, dann spürst du vielleicht auch in dir dieses Element. Es ist das Element der Erdverbundenheit. Es ist das Element, welches dich die Natur lieben lässt, welches dich die Tiere lieben lässt und alles, was auf der Erde an wunderschönen Pflanzen und Bergen existiert. Und so fühle noch einmal, was es bedeutet, wenn du spazieren gehst, wie es sich anfühlt, wenn deine Füße auf der Erde laufen oder wenn du die Erde mit deinen Händen berührst und in dem Moment ganz bewusst die Erde zu lieben beginnst. Vielleicht kannst du dir vorstellen, in beiden Händen Sand zu tragen und diesen dann durch deine Finger langsam rieseln zu lassen. Es ist wie ein Streicheln in Liebe und Achtsamkeit, denn jedes kleinste Sandkörnchen besteht aus Liebe. Und so wirst du dir vielleicht bewusst, wie viel Liebe auf der Erde und in der Erde vorhanden ist und wie tief du durch jedes kleinste Sandkörnchen mit dieser Liebe verbunden bist. Und wenn du dann vielleicht weiterschaust und das Element Wasser, das Meer, die Flüsse oder Seen in dein Gedächtnis rufst und fühlst, wie reinigend und klärend das Wasser ist und fühlst, wie dich dieses Wasser trägt, wie es dich liebevoll, sanft streichelt. In dem Moment spürst du, wie viel Liebe doch das Wasser trägt. Und du spürst auch, wie du dich fallen lassen kannst und dennoch getragen wirst. Und so ist
dieses Element auch in dir, in deinem Körper befindet sich so viel Flüssigkeit, dass du die Resonanz der Liebe durch die Flüssigkeit fühlst und eng verbunden bist mit dem Element des Wassers. Und wenn du nun deine Aufmerksamkeit auf die Luft richtest, es ist das Element der Gedankenfreiheit. Es ist das Element, welches dich träumen lässt und neue Visionen entstehen lässt. Auch dieses Element ist getragen von der Liebe. Wenn ein sanfter Windhauch dich berührt, dann streichelt dich die Luft ganz zärtlich und du spürst in deinen Gedanken, wie viel Liebe doch in dir ist und wie dich diese Liebe mit dem Element der Luft verbindet und wie dir dieses Element die Freiheit, die Grenzenlosigkeit zeigt. Es reicht nur ein Gedanke und schon kannst du dich öffnen für diese Freiheit. Und wenn du nun deine Aufmerksamkeit auf das Element des Feuers richtest, spürst du, wie dieses Feuer dich wärmt, wie es Energie bringt. Und du spürst auch die Verbindung zu deinem göttlichen Feuer. Denn auch du trägst ein Feuer in dir. Und das Element Feuer hilft zu transformieren, was nicht im Gleichgewicht ist. Auch hilft dir das Feuer, deine Freude zu vergrößern, deine Leidenschaft zu nähren. Und so fühle jetzt, wie viel Liebe im Feuer für dich bereit liegt. Und nun möchte ich dich bitten, dir jedes einzelne Element vor deinem dritten Auge vorzustellen. Nehme dir dafür die Zeit, die du benötigst. Es ist keine Eile geboten, denn jetzt ist deine Zeit. Es ist die Zeit, in welcher du völlig du selbst bist. Es ist die Zeit der Liebe. Und nun lade jedes Element in deinen Herzensraum ein. Schon allein dein Fokus und ein Gedanke reicht aus. Und so fließt die Liebe der Erde, die Liebe des Wassers, die Liebe der Luft und des Feuers in dich ein. Es fließt alles direkt in dein Herz, in deinen Herzensraum und verbindet sich zu einer Einheit. Spüre, wie dein Herz jetzt ganz weit wird. Und wie sich die vier Elemente
in dir verbinden. Es entsteht dein persönlicher Tempel der Liebe. Es entsteht das fünfte Element in dir selbst. Denn du bist Liebe, du bist Licht und Energie. Und so breitet sich in jeder Zelle das fünfte Element der Liebe aus. Spüre, wie die Wellen dich durchströmen. Und spüre, wie es immer leichter und friedvoller für dich wird. Spüre, wie die Energie der Liebe sich mit dir vollkommen verbindet, wie jetzt auch du eins wirst mit der Liebe. Deine Seele erinnert sich an den Anfang, als alles geschah, als du als weißes Licht voller Liebe in Lemurien auf die Erde kamst. Dieser Zustand ist das fünfte Element. Es gleicht der bedingungslosen Liebe, der Wirklichkeit. Denn sobald alles miteinander vereint ist und in tiefer Liebe verbunden ist, verliert die Dualität an Kraft. Und so dehnt sich dein System in dieser Liebe immer weiter aus. Und du trägst in jedem Zellkern, in jedem kleinsten Teil deines Körpers das Licht der Liebe. Du strahlst in hellem, gleißendem Licht. Nichts kann geschehen, was dir schadet. Denn die Liebe ist Schutz, die Liebe ist Kraft, die Liebe bedeutet Freiheit, die Liebe bedeutet, ausgeglichen zu sein, sie bedeutet, Visionen zu leben, und für den Frieden zu wirken. Es wird für dich so sein, wie es am besten gut und richtig für dich ist. Aber ab jetzt mit dem fünften Element der Liebe in deinem Herzen spürst du, mit deinem Fokus viel tiefer, was dies alles für dich bedeutet und was dies alles für die Erde, für die Menschheit und für das Universum bedeutet. Und so sende einen Strahl aus der Vereinigung aller Elemente in das Universum. Die Engel werden deinen Strahl liebevoll in ihre Hände nehmen
und sie werden in deinen Strahl der Liebe, die bedingungslose Liebe des Universums senden. Vielleicht fühlst du, wie nun dieser Strom der Liebe zu dir zurückfließt und dich noch einmal mehr ausdehnt und trägt. Und dann sende in den Mittelpunkt der Erde auch einen Strahl der Vereinigung der Liebe des fünften Elementes. Sende diesen Strahl genau in den Mittelpunkt und spüre das Feuer der Liebe von deinem Planeten. Und spüre auch, wie dieses Feuer der Liebe zu dir zurückfließt. Wie dieser Strahl aus der Erde sich nun in deinem Herzen mit dem Strahl aus dem Universum verbindet und wie sich aus diesen beiden Strahlen die Grundmauern für deinen Tempel der Liebe bilden. Und wenn du einmal genau hinschaust, erkennst du in diesem Tempel die vier Elemente, wie sie in vier Säulen angeordnet sind, und in der Mitte liegt ein Kristall. Es ist ein Kristall aus der Wirklichkeit. Es ist Elachai. Und Elachai trägt Ananascha und Ananascha trägt Elixir. Elixir trägt Ana und es entsteht ein Farbenspiel aus weißem Licht. Und wenn du hinhörst, mit deinem inneren Ohr hörst du die Töne der bedingungslosen Liebe. Und diese Töne speichern sich, wenn du möchtest, in deinem System. Und diese Töne werden dich immer daran erinnern, dass alles die Liebe trägt und dass du die Liebe bist. Allerliebste Freundin, allerliebster Freund der Liebe und des Lichtes, trage all dies in deinem Herzen. So bist du immer geschützt und immer im Gleichgewicht. Es war mir eine sehr große Freude, für dich heute diese Meditation zu machen. Und ich sage an Ananascha alles Liebe. Genieße die Energie und bade noch ein wenig in der bedingungslosen Liebe.